Hier zu arbeiten ist schon allein wegen dem Panoramablick toll. Der offene, freie Blick inspiriert mich total. Ich habe das Gefühl, direkt in die Zukunft zu denken. At Validus, we have an international team with people from different races and ethnicities working together. Here, I get to work with strong and inspiring colleagues. Wir wollen uns an der Validus weiterentwickeln mit dem Thema Tool- und Library-Qualifizierung. Wir sind da aktuell die Nummer 1 weltweit und wollen es auch bleiben. Und dieses Thema boomt derzeit derartig, dass ich mir vorstellen kann, dass wir in 10 Jahren statt 50 Leuten vielleicht 500 sind. Und das ist natürlich eine Menge zu gestalten. Und da braucht man Leute, die nicht nur programmieren können und testen wollen, sondern die auch mitgestalten können und daran Spaß haben. Unseren Mitarbeitern bieten wir Freiraum, ob das jetzt in der Zeitgestaltung ist oder in der inhaltlichen Gestaltung ihrer Arbeit. Und es ist mir natürlich auch wichtig oder ist uns wichtig, dass sie mit einem Lächeln in die Firma gehen und gerne da sind. Und natürlich lernt man eine ganze Menge dabei. Mein Ziel ist es immer, aus den Mitarbeitern Experten zu machen. Die Kunden der Validus kommen aus einem Bereich, dem Automotive-Entwicklung, zum einen die klassischen OEMs, zum anderen dann klassischen Zulieferer, aber auch spezialisierte Zulieferer, wie zum Beispiel aus der Chipindustrie, die neue Chips und neue Methoden dort entwickeln, auch Richtung autonomes Fahren, zum Thema Bilderkennung, zum Thema Machine Learning. Und denen helfen wir genauso wie unseren klassischen Kunden, ihre Produkte sicher zu machen. I like that we are not bound to a single project, but we have the opportunity to work and participate in a variety of projects. And this really gives you the chance to explore different technologies. And yeah, it's a continuous learning process. Wir gehen jedes Jahr auf die Wiesen und machen auch andere Ausflüge zusammen, zum Beispiel Donauschifffahrten oder wir gehen in die Berge wandern. Und wir haben auch regelmäßig Projektabschlussessen oder gehen auch mal spontan zusammen in den Biergarten. Als ich klein war, habe ich immer daran geglaubt, dass ich mal Berge versetzen kann. Heute weiß ich, man braucht nur den richtigen Ort und die richtigen Menschen dafür.